Wir machen weiter mit Warhammer 40k Battle Sector. Erscheint im Mai, Mitte April, Anfang April. Machen wir das Ganze hier live auf Twitch. Preview Let's Play. Ihr seid bei WB, bei Writing Bull. Zeichnen auf für die YouTube-Leute. Ihr findet eine Playlist oben in der Ecke. Da gibt es auch das erste Video aus der Reihe, wo ich ein bisschen was rund um das Spiel erzähle und wo man sieht, wie wir in diese Situation hier reingekommen sind. Wir kämpfen gleich mal weiter und haben alle unsere Leute noch. Hier ist auch niemand verwundet. Die sind alle topfit. Wir haben noch keinen einzigen Lebenspunkt verloren. Jetzt die Frage, wollen wir uns vorkämpfen nach oben hin, um da hinzukommen? Im Prinzip ja. Da müssten mal ein paar hinten bleiben und müssten den Rücken sichern. Wir könnten da unten rum und so kann man hier auch rum. Ja, wir könnten auch von unten rum, aber das ist mir ein bisschen lang gedacht. Wahrscheinlich kriegen die ständig Verstärkung. Ich würde lieber die Platte hier rauf und nach oben. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Die haben 7 Rüstungspunkte, die haben nur 5. Die 7er, die Aggressoren, die halten ganz schön was aus. Mit ihnen könnten wir dann versuchen, ihnen hier so ein bisschen Geleit zu geben. Und die, wer hat nochmal die die Granatenangriffe, die haben die Intercessoren, die können Granaten werfen. Innerhalb von 3 Feldern. Und das sollten wir machen. So einen schicken wir mal nach vorne. Ich weiß nicht, ob der Höhenunterschied eine Rolle spielt. Mal hier hin. Oh lala. Habt ihr gesehen, da war noch irgend so ein Monster. Eine Granate in die Menge, bitte. Wir hatten ja mit einem schon mal den Battleline Tactics gemacht. Es hat einen Cooldown, ne? Ja, allerdings einen kurzen, von nur 2 Runden. Das kann man eigentlich machen. Verbessert die Stabilität beim Fernkampf. Ist das Fernkampf, eine Granate zu werfen? Ich glaube nicht. Also können wir hier einfach eine Granate reinwerfen. Werfen hier mal eine rein. War das zu weit? Ja, geht nur hier. Hat die Granate nicht geklappt? Ich hatte doch die Granate ausgewählt. Hatte ich die gerade nicht ausgewählt, die Granate? Doch. Hat aber nicht geklappt. Er hat nicht die Granate geworfen. Das ist doof. Mit ihm können wir von oben in die Menge runterfeuern. Das sollte eigentlich gehen. Denke ich mal, ne? Wir ziehen einmal hier oben rein. Forward! Und nutzen den Höhenunterschied einmal aus und entdecken hier viele weitere Einheiten. Oh, die sind fies. Fliegende Fiesigkeiten. Das ist deren HQ-Einheit. Deren Hauptquartiereinheit. Die zu zerstören wäre ganz gut, weil die verbessern alle um die herum. Können wir da reinfeuern? Ja, ruhig mal. Das hätte nicht. Das ist zu weit. Zu nah. Da ist der Feind zu nah. Da können wir reinwerfen. Und der hier wäre er nicht zu nah. Und was würde passieren? Sehr geringe Trefferwahrscheinlichkeit, sehr geringer Schaden. 3-1 mit 100 Lebenspunkten, das können wir knicken. Dann werfen wir lieber, nehmen wir lieber den Granatwerfer und ballern damit hier einmal drauf. Open fire! Oh, krass. Krass, dafür war ein langer Cooldown. 3 Runden lang können wir die nicht mehr einsetzen. Das waren die Aggressoren. Jetzt bin ich natürlich versucht, das nochmal zu machen, aber ich fände es ganz gut, wenn wir in jeder Runde mindestens einmal die Möglichkeit hätten, mit einem unserer Aggressoren einen solchen Granatenangriff durchzuführen, weil ansonsten wäre es ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt alles sofort verpulvern, hier haben wir auch einen normalen Angriff gemacht. Hier sind noch 4 da. Die kriegen wir auch normal klein. Der hier hat... Der kann heilen. Nahkampfschaden.
Und der hier vorne, der hatte doch so einen Flächenteambonus hier. Alle Ziele innerhalb von 2 Geländefeldern Reichweite haben eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit und einen höheren Rüstungsschaden. Kostet 1 Aktionspunkt. Wenn wir den zum Beispiel in die Mitte reinziehen würden. Das machen wir. Den ziehen wir hier rein. Heavy Fire Support! Nur einer, Steffi, nur einer wird genutzt. Ach na, wie schade, nur einer. Ich hatte gelesen, ach so, ich dachte innerhalb von, das ist ja lieb, dass du sagst. Ich dachte schon, das wäre so übermächtig mit überlangen Cooldown. Danke, Steffi. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir einen daneben ziehen und dessen Trefferwahrscheinlichkeit verbessern. Der Intercessor hier, der hat auch schon, die können auch schon die Battleline Tactics benutzen. Wir schicken einen von vorne nach. Einen hier hin. Kann der bis da hinten ihn feuern? Kann er aber sehr. Nee, der kommt noch nicht bis dahin hin. Der ist. Das machen wir nicht. Mit ihm ziehen wir mal. Wir halten die Leute mal beisammen. Guck mal, wie weit die können überhaupt. Forward! Gucken, was man hier so alles findet. Ob man mit dem raufziehen und ein bisschen Erkundung machen kann. Da kann er auf jeden Fall nichts anderes machen. Dann haben wir noch die Helden. Ein Held hier vorne. Einmal hier hin. Hallo Nilpferd. Beklopptes Nilpferd. Danke fürs Abo. Halbes Jahr voll gemacht. Liebe Grüße an dich. Auch sehr freundlich. Sehr lieb, was du geschrieben hast. Jetzt gucken wir mal. Das sind ja noch 4. Mit dem zweimal feuern reicht das unter Umständen sogar schon aus. Das sind die Intercessoren hier. Die hatten schon gefeuert. Der hatte den Granatwerferangriff. Reicht er bis hierhin? Ich glaube, das ist für einen Angriff auf einen Schwarm perfekt. Da war Cooldown 3 Runden. Da müssen wir ein Weilchen warten, aber das war sehr, sehr stark. Der hat schon gekämpft. Der hat keine Aktionspunkte mehr. Der kann ja noch bis hier kämpfen, ja. Volle Deckung, kann man nicht angreifen. Ein Aktionspunkt noch. Kann man versuchen. Für die Granate ist mir zu schade. Gibt auch Momentumpunkte. Oh, das ist gut. Jetzt setzen wir mit ihm hier nochmal hinterher, mit dem normalen Angriff. Außerhalb der Reichweite. Autsch. Nehmen wir ihn noch. Ist der auch außerhalb der Reichweite? Ich vermute ja, ne? Das ist ja doof. Hatten die nicht noch einen, dass irgendjemand einen nochmal eine Bewegungspunkte gibt? Wir können Overwatch machen. Ein Overwatch-Angriff machen wir hier rein. They will fear to tread close.
waren wir auch bei ihm hier. Einmal Overwatch bitte. Jetzt haben, glaube ich, alle gekämpft. Der Aggressor, der hat nur einen Aktionspunkt. Die könnte die Granate versuchen, hier unten in die Menge reinwerfen. Kommt die bis dahin? Nee. Und dafür ist mir das zu schade. Das machen wir nicht. Aber mit ihm auch einfach mit der Gauntlet einen ganz normalen Overwatch-Angriff hier rein. Das hat nicht geklappt. Mit Rechtsklick bitte. Wenn er jemand reinzieht, wird dieser Einheit automatisch beschossen. Das ist nur ein Aktionspunkt, hat er auch einmal Overwatch und diesmal machen wir den. Soll ich nach hier rechts runter machen? Können die hochfliegen? Ich glaube nicht so ein Riesenunterschied. Ob die von da unten bis da oben hinfliegen können? Ich kann es mir nicht vorstellen. Es kann sein, aber... So, eine Runde weiter. Ich glaube, keiner hat mehr einen Aktionspunkt. Da war noch einer. Er hat nur einen Aktionspunkt und macht einmal den Overwatch hier rauf, bitte. Jetzt aber eine Runde weiter und Daumen drücken. Gott, was haben die da gemacht? Irgendwas Fieses. Irgendwas ganz, ganz Ekliges haben die da gemacht. So ein Platschgeräusch. Hier oben werden gleich... Hier spawnen gleich neue Verteidiger, ne? Direkt hinter uns ist jemand hinterhergezogen. Das sind die, die eben gelandet waren, glaube ich. Rein in unser automatisches Feuer. Das war aber krass. Immerhin kommen die Aktionspunkte zurück. Aber das tat weh. Das tat echt weh. So, das Dumme ist auch, jetzt so, kümmern wir uns erstmal um die Geschichten hier hinten. Also in den Rücken ziehen ist immer gut. Das sind... Fernkämpfer. Mit ihm ziehen wir in den Rücken. Und greifen die von hinten aus an. Ganz viele kritische Treffer und es bleiben... Oh, das hat richtig wehgetan. Drei futsch, fünf bleiben. Und mit denen flankieren wir ebenfalls von hinten. Das müsste eigentlich als Angriff von hinten gelten, behaupte ich mal. Das war schön. Das lief doch. Ganz zauberhaft. So, und jetzt gehen wir wieder rüber. Auf diesen Teil der Karte. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier von hinten gekommen ist. Das ist normaler Trupp hier. Haben wir noch eine Granate? Hm. Kommt er bis dahin? Das sind gleich zwei. Habt ihr gesehen, wir haben einen Kommandopunkt verdient gerade. Das ist hilfreich. Das sind unsere Helden hier. Jetzt können wir uns was kaufen quasi. Wir können einen automatischen Angriff kaufen, dass wir Luftunterstützung zum Beispiel bekommen. Und die Schrift ist so winzig klein. Das ist, wie gesagt, nicht die Release-Version, einen Monat etwa vor dem Release. Ich bitte, reiche mir bitte jemand eine Lupe. Ich brauche eine Lupe, Leute, ganz im Ernst. Ich gebe mir Mühe. Wenn mir das jemand vorlesen kann, sehr gerne. Ich habe größte Probleme jetzt, glaube ich. Was könnte das bedeuten? Feuert 12 Mal pro...
pro Feld für vier Felder in einer Linie. Teilt 40 Schaden aus pro Schuss, bla 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 bla. Ach, das ist auf jeden Fall irgendwas, was heranfliegt. Das nehmen wir auch, komm. Wir suchen uns aber erstmal einen Feind, auf den wir das auch gefeuert haben wollen. Also einen, mit dem wir nicht klarkommen. Danke für die Lupe an Brodak. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Also den kriegen wir auch so klein. Mich interessiert mehr, dass wir vielleicht die Kommandoeinheit hier fertig machen können. Diese hier. Den Venom-Truppen. Die würde ich gern fertig machen. Und dafür holen wir uns jetzt mal den Kommandopunkt. Schicken ihn hier drauf. Klappt das? Ich muss mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob der normal... Ich glaube, das klappt. Außerhalb der Reichweite? Nee, das war anscheinend nicht die Kommandogeschichte. Nochmal. Select. Oder ist das per Linksklick? No, sonst ist hier alles per Rechtsklick. Also per Linksklick war es schon mal nicht. Oder muss dann auch der Einsatz des Kommandospunktes selbst innerhalb von dessen persönlicher Reichweite sein? Nee, weil das hat gerade nicht geklappt. Ich muss nur dich da ranziehen. Mal gucken. Jetzt brauchen wir erstmal noch mehr Aufklärung. Hier oben sind Feinde. Das wissen wir, ne? Wir können den also nicht zu sehr alleine losschicken. Wir brauchen ein bisschen Aufklärung. Wir müssen erstmal den hier hinten fertig machen. Achso, jetzt weiß ich, warum das nicht geht. Wenn wir mit ihm innerhalb von drei Feldern geht's. Das heißt, wir mit ihm... eins zurückziehen, dann müsste es doch... ist ausgegraut. Noch eins weiter. Ich war, jetzt müsste es klappen. Jetzt sind wir dicht genug dran. Genau. Sehr schön. Jetzt sind wir die lästigen Kleinen schon weg und können jetzt auch weiter nach vorne ziehen mit ihm gleich wieder. Der hatte auch eine Granate. Dann sollten wir die Leute mal erstmal kommen lassen. Jetzt müssen wir ein bisschen Aufklärung machen. Die Truppier kann eigentlich ganz gut sehen und sieht, dass hier nichts ist. Was bedeutet das Grüne denn hier? In dem Fall, den müssen wir irgendwie ausschalten. Von hinten. Ich guck mal, ob jemand nochmal so eine Granatgeschichte hat. Er hat gerade eine benutzt. Die Granate wäre da. Wenn wir dich da ranziehen. So, da steht, ja, wir müssen offensiv denken. Jetzt ziehen mal hier hin. Wir müssen nur aufpassen, dass die da uns dann nachher nicht in den Rücken fallen. Das wäre doof. So rum bitte. So, und jetzt entweder der Granatenangriff. Kein Ziel in Reichweite, weil zu weit weggezogen. Geht mit drei Feldern. Eins, zwei... sind doch drei hier. Oder mit der mit dem normalen. Ja, mal damit an. Mal gucken, ob das geht. Nee, das war der normale Angriff. Boah, hat aber für viel Schaden gesorgt. Guck mal. Krass. Das heißt, wir müssen die Granate. Die Granaten können wir uns durchaus zurückhalten für die Schwarmangriffe. Dann nehmen wir den Kollegen hier. Wie viel Rüstung haben die? Dreier Rüstung. Könnten mit ihm auch jetzt... ist er in Kettensägenreichweite? Ich denke ja, ne? Soll das mal versuchen? Ne, wir brauchen eine
Direkte Linie. Für einen Sturmangriff. Ziehen einmal hier hin. Und jetzt Kettensägenangriff. Trefferwahrscheinlichkeit extrem hoch und Schaden. Schaden ist aber gering. Sie seht ihr selber, Damage 3 bis 4 mal 4, das lohnt sich nicht wirklich. Sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Aber wir haben zwei Aktionspunkte, wir können das also zweimal machen. Also quasi 7 mal 4. Oder 8 mal 4 maximal. Aber es ist trotzdem nicht so viel, ne? Und mit der Bolt-Pistole aus der Entfernung. Da sind wir, glaube ich, zu dicht rangezogen jetzt, ne? Das geht jetzt nicht mehr. Ach, wir können das, wir können einen Aktionspunkt ausgeben, um den Schaden zu vergrößern, aber... Dann machen wir die Kettensäge. Das war ja gar nicht die Kettensäge. Ich wurde doch gerade angezeigt, dass es mit der Pistole nicht geht. Habe ich irgendwas übersehen? Snowfu, liebe Grüße an dich und Bobbele auch. Danke für eure langen, langen, vielmonatigen Abos hier. Viele Grüße an Bobbele und an Snowfu. Sag mal, wurde nicht gerade angezeigt, dass es mit der Pistole nicht geht? Also, na, ist auch egal. Weil es müsste doch eigentlich darunter jetzt eine Kampfvorschau angezeigt werden. Das machen die da sonst auch immer. Das gezeigte, wie viel Schaden man dafür bekommt. Oder muss man dafür einmal linksklicken erstmal? Ja, der Linksklick fehlte. Genau, und jetzt ist er da. Jetzt sehen wir es doch im Detail. Die Buttons sind immer gelb markiert, das Score Fox hier. Das kommt. Wenn man das Spiel ein bisschen länger spielt, ist man dran. So, jetzt haben wir beide Aktionspunkte aufgebraucht. Hier bleiben leider noch ein paar übrig. Das war nicht so der Bringer. Da ist nur ein Aktionspunkt da, aber von da können wir keinen erreichen. Keinen können wir da erreichen. Können vorziehen, allerdings auch nicht sehr weit. Vorwärts! Feuer frei! Ja, das ist gelb, das geht. Das ist Nahkampf, das geht nicht. Und das ist diese Spezialattacke. Das war Quatsch, weil wer hat keine Aktionspunkte mehr. Er wird Aktionspunkte umgewandelt in Genauigkeit. Damit kann er aber angreifen. Wow. Das hat gesessen. Hat nur einen Aktionspunkt, Helden haben zwei. Jetzt kommen wir mit denen, ein bisschen Schussreichweite. Weiß man nicht. Das geht auf jeden Fall. Das hoffe ich sehr, dass es jetzt nicht heißt, ist außerhalb der Sichtreichweite. Das wäre bitter. Geht aber. Ja. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Jetzt haben wir den Kollegen ja noch. Sehen wir einen Held noch dazu kommen. Held zieht vor, bitte. Der kann zweimal. Feuer frei mit der Pistole. Kettensäge ist ja zu weit weg. Das ist... Das macht keinen Sinn. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Oder wir pushen einen weiteren und verbessern dessen Trefferwahrscheinlichkeit. Schicken laufend eben mal bis hierhin. So, und jetzt gucken wir mal. Er kann nicht treffen, ne? Ich kann den Blickwinkel leider so verändern. Er hat
keinen Aktionspunkt mehr. Ach, der hatte eben schon angegriffen. Da habe ich das Feld jetzt leider vertauscht. Der könnte noch einmal feuern. Der ist zu weit weg. Ah, der doof. Dann schauen wir es nicht mehr. Ich habe die falsche Einheit gezogen. Wir ziehen mal. Kann er von hier aus, kann er auch nicht feuern, ne? Zieh mal bis hier hin. Forward! Hier ist nichts mehr da. Da kann man nur noch Overwatch machen. Mit dem können wir einfach so runterziehen und den Feinden ein bisschen entgegen. Mit ihm ja können wir auch Overwatch machen. Die ein bisschen beobachten, wer von der Seite kommt. Mehr ist nicht drin. Falls jemand runtergezogen kommt. Overwatch. Your orders. Und er hat nur einen Aktionspunkt. Machen wir Overwatch nach unten hin. Oder falls der raufziehen möchte, in die Richtung. Aber der zieht gerade wahrscheinlich den Helden an. Dann machen wir mal in die Richtung Overwatch. They shall not pass. Jetzt haben wir alle Aktionspunkte verbraucht, ne? Ne, da war noch einer. Wer war's? Er war's noch. Aber er kann von hier und ihn nicht angreifen. Er könnte aber auch Overwatch machen. Okay, und eine Runde weiter. Jetzt ziehen die anderen, die Tyranniden, ziehen runter. Jetzt müsste ein Overwatch ausgelöst werden. Was ist denn das für eine grüne, giftige Pampe, die da machen? Oh Gott, oh Gott, komm auf und weiß neue. Overwatch, das klappt. Sehr gut, Overwatch hat funktioniert. Ja! Der automatische Schuss. Klasse, der Held hat es doch noch geschafft. Hier werden gleich neue Einheiten spawnen. Die versuchen abzuhauen. Wow. Das geht doch. Wir haben immer noch niemand verloren. Ein leichter Blechschaden irgendwo. Das kriegen wir alles gebacken. Kriegen wir alles hin.